Für mich hat Produktdesign immer auch was mit dem Mensch und der Umgebung zu tun. Man kann das nicht aus dem Kontext rausreißen, sondern ich finde, man braucht einen ganzheitlichen Ansatz. In meiner Gestaltung lege ich Wert auf Nachhaltigkeit und auf Benutzerfreundlichkeit, da das Produkt selber Mehrwerte schaffen soll. Ich möchte nicht einfach ein x-tes Produkt schaffen, was der Markt nicht braucht. Herausfordernd ist für mich, dass man einen Mittelweg findet zwischen den eigenen Wertvorstellungen und den Ansprüchen, die man hat, und den Bedürfnissen des Nutzers. Für mich ist wichtig, dass das Produkt immer auch eine gewisse Sinnlichkeit ausstrahlt. Da eignen sich natürliche Materialien am besten. Zum Beispiel beim Porzellan arbeite ich auch gerne damit, dass es von innen glasiert ist oder von innen und außen halb glasiert. Und dadurch schafft man unterschiedliche Anreize, zum einen visuell, aber auch haptisch, da sich das Biskuitporzellan sehr weich und sinnlich anfühlt. Ich bin Linda Wendland, ich studiere in Krefeld.